Vorbereitung auf Mozart. Ich habe ein paar, drei Kerzen angezündet. Und da sind die schönen Wassermücken. Die schönen Wassermücken. Die sind so behende, wie Mozart geschrieben hat, beflügelt. Und ich möchte alles noch einmal aufrollen, so wie es viele andere ein Leben lang getan haben. Und ein paar kleine Beiträge noch leisten, Flauta Traversa. Weil ich halt auch eine Begabung habe, das ist die Kontrapunktion. Lange Zeit Solist war. Dann hat man im Gedanken manchmal etwas noch an Schätzen, das man unbedingt weitergeben wollte. Weil man einfach denkt, dass ein anderer lange brauchen würde, ein Leben lang, bis er dorthin gelangt. Das war bis war zum Beispiel Scholti, seine Eigenart, Bernstein oder andere, Sophie Mutter zum Beispiel, wie ein Dirigent oder ein Spitzenviolinsolist oder ein Spitzenschlagzeuger, Schlagwerktechniker. Das sieht, oder ein anderer, der das von der Grundlagenforschung, Informatik aufrollt, verstehst? Mit den Ortsgänge, Frequenzgänge, Ortskurventechnik und so weiter, also von der Physik auflösen, versucht, verstehst? Ein Konzert oder ein Musikinstrument als Solist, da kannst du ja jahrzehntelang auch dich beschäftigen damit. Also es gibt heutzutage schon sehr gute Unterlagen. Allein die Querflöte allein zu studieren und die Grundlagen der Physik dazu, also wie sich das aufbaut, der Klang in und um die Querflöte, das ist schon sehr gut dargestellt. Aber jetzt musst du dir vorstellen, das Ganze in den verschiedenen Raum, in der verschiedenen Raumarchitektur und mit dem ganzen, was wir in der tongebenden Technik gefunden haben, verstehst du die Möglichkeiten, das aufzuzeichnen, was da physikalisch vor sich geht. Das ist schon großartig. Die Kompositionslehre ist heute auch schon wieder etwas, sie würde schon mehr zulassen, als der Mensch das Geschöpf herausholen kann. Weil es manchmal halt an Begabung fehlt, wenn der Mensch zu klein mütig ist. Was glaubst du, was man heute machen könnte? Komposition. Ich habe da schon eine Idee. Schade, dass es Lehmarzt ist. Da könnte man so viel rausholen überall. Der applizierten Welt. Da. Requiem Lacrimosa. Requiem Lacrimosa und die Uhrzeit. Die Relativität der Zeit, verstehst? Wenn alles relativ ist, verstehst? Die Relativität der Zeit. Wenn sie dick. Und die Juwelen sind dann vorbei. Verstehst du das mit Juwelen, wenn das Leben aus ist? Dann ist der Zug vorübergefahren. 8, Busch und die Hoheit tickt nicht mehr, verstehst du? Die Hoheit lässt sich standesamtlich, standesgerecht, verstehst du, versorgen. Wählt den schönsten grünen Gebirgssee, vielleicht da oben, dort weit oben, beim Erzherzog, einen grünen See auswählen und das Militär bitten. Einen Helikopter.
Und eine schöne Bestattung für die Hoheit. Erzherzog kommt's weiter. Schön. Und eine Blasmusikkapelle. Open Air. Hoheiten lieben Wasser. Hoheiten lieben Wasser und Lacrimosa, die Träne. Hoheit liebt die Träne der Jungfrau Maria oder der Mama zu Rama. Und die Hoheit ist diese Träne das dringendste Bedürfnis, das es aufzulösen gibt. Lacrimosa, Fatima, Ave Maria, Majestät Gottes.